Handelfenster nicht nutzbar. Muss ich das einstellen? Warte mal, Einstellungen. Was ist hier? Funktion, Linksklick, Interaktion, Handel. Okay. Mach. Handel mich an. So, den Familienbrief können wir wegschmeißen. Das auch. Und das auch. Da kommt. Das Ziel kann keine Handelsanfragen annehmen. Oder, warte mal. So. Jetzt. Jetzt? Handelsfenster nicht nutzbar. Wieso? Ich muss da gar nicht mehr hin. Warte, ich verpiss mich. Tschüss. Einfach abhauen jetzt. Ich habe auch vor, das Spiel später einmal zu testen. Wie ist deine Bewertung so zu dem Game? Also, ich kann nur vor dem Game sagen, von der Grafik her finde ich es 1A. Also, dieser Anime-Style gefällt mir sehr. Die Musik und die Umgebung ist richtig cool. Also, da kann man sagen, dass man schon das süchtig macht, so finde ich. Weil, keine Ahnung, man kommt schnell hoch. Man versteht es einigermaßen sehr schnell am Anfang. Ich weiß jetzt noch, also ich weiß eigentlich recht wenig noch von dem Spiel, aber das, was ich jetzt schon alles weiß, ja, habe ich halt jetzt so gelernt oder von halt anderen Leuten. Und ja, das System hier generell finde ich richtig gut. Die Questen, die machen sehr viel Spaß, viel Abwechslung mit drinne. Und ja, also ich kann es jedem empfehlen, mal wirklich selber anzutesten, um sich einen eigenen Eindruck zu machen. Aber für mich momentan ist es für mich ein sehr, sehr gutes Spiel und es macht sehr, sehr viel Spaß. Brauche ich auch nicht. Ja, die habe ich auch gerade alle gekriegt, die beiden Sachen. Genau dieselben, die du hast. Jetzt habe ich davon auch welche. Ja, hier, die habe ich ja vorhin auch bekommen. Danke. So, zerbrochene Zange. Ja, die brauchen wir hier, die Werkzeugkisten. So, Werkzeugkisten, zack. Und eine wertvolle Schatztruhe. So, was gibt's da? Schaden, ne. Ah, die hier. Gaia-Punkte bekommen. So, hau die weg und nimm dir die Zangen. So, jetzt haben wir schon 4 Stück davon. 4. 3 noch. Minenzange. So, wo muss ich den jetzt einsetzen? Achso, den muss ich kaputt machen? Voll sinnlos. Erst sammeln und dann kaputt machen. Naja, naja. Noch 2 Stück. Und eine. So, ab zu Hamilton. Bin mal off. Alles klar, Yubugami. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, dass du jetzt die ganze Zeit da warst und mir bei der Raid-ID und so ein Zeugs geholfen hast. War auf jeden Fall cool. Müssen wir wiederholen, aber du bist ja eben hier in der Gilde und ja. Ja, ja, ja. Okay, jetzt sind wir erstmal wieder ein bisschen alleine hier. Hopp. So, Kampfende. Geht ja wieder recht fix, weil die auf einen Haufen sind, die beiden diesmal. Und das ist dann super toll, super toll. Panzerlöwenschuppen. So, von den Löwen brauchen wir jeweils. Ach, auch eine Schuppe. Okay. Zwei von den Schuppen noch und einen von denen.
So, die haben wir fertig. Jetzt fehlen uns nur noch die komischen Schuppen. Noch nämlich zwei Stück davon. So. Einer noch. Da kann man ruhig mal ruhig schlittern. Zack. Rock, rock, rock. Den holen wir uns auch ruhig. Haben wir auch schon wieder 20% XP. Also durch das Questen ist hier relativ sehr gut. Also man kriegt wirklich viel XP. Und man kommt schnell Level up. Mein Gott, eine so eine Schuppe noch, ey, was soll das? Eine noch, gib mir die doch. Gibt es nicht. Jetzt den Film bei YouTube hoch. Ja, ich werde den jetzt gleich, wenn, weil um 16 Uhr ist ja Schluss, werde ich die einzelnen Folgen in 15-Minuten-Parts hochladen. Und die werden dann im Laufe der Tage irgendwann freigeschaltet werden. Also für die, die den verpasst haben. Oder ihr guckt euch den Stream jetzt gleich, wenn ich um 16 Uhr offline bin, auf meinem Twitch nochmal an. Dann geht ihr auf meinem Twitch-Kanal und dann könnt ihr den gleich auch sofort gucken in voller Länge. Oh geil, was ist das denn? Korrekt. Da gibt es irgendwie was, um ein Dings zu bekommen. Ein Schwert. So. Killen wir die erstmal hier. Und wo muss ich den einsetzen? Hier, gut. Gut. Oh, wie schlecht. Weil ich ge. Was ist das? Ein Teleporter, ja. Man sollte auch lesen als erstes, ne? Man sollte auch lesen. Papapu, papapi. Aber geht ja schnell. So ist das ja nicht. Ich arbeite mich mal hier nach oben. Oh. Wahrscheinlich müssen wir jetzt da noch einen killen. Nämlich den Sama. Und tschüss. So, Wunderkristall und ein Dings noch. Oh. Wertvolle Schatztruhe nehmen wir mit. Was haben wir hier? Verteidigung, Schaden. Nee. Nö. So. Lol, wo ist der Teleporter? Teleporter. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Formel für Amandas Wagemut. Nee, wir brauchen ja einen Katana. Sense, nein. Da, Katana. Level über 43 haben wir gemacht. Ja, jetzt müssen wir nämlich ins Dings rein, wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier? Können wir sogar machen, lol. Müssen wir da nur noch appen. Aber wir haben hier Schaden gegen Wossmaster 10%. Was brauchen wir denn dafür? Kristallerz. Wo bekommt man das denn? Na gut, ich gehe jetzt mal erstmal hier rein. Meine Charakter-Skill-Stats, ja, hier hast du sie. Schau, 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 schau. Ich denke mal, dann gehen wir den Dungeon nochmal einzeln durch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hier hast du nochmal meine Stats. Ich baller sie dir hier hin. So, zack, zack, zack. So, müsste jetzt reichen, ne? Mache ich mir jetzt eben weg hier. So, ich kann eigentlich die Party verlassen, weil keiner da ist. So, dann rushen wir nochmal eben hier schnell den Dungeon durch.
Aber warte. Das war jetzt, glaube ich, nicht so gut, weil die Cam davor war. Wenn du die nochmal sehen willst, dann schreib das einfach nochmal in die Dings rein. In Twitch. Damit du dir das nochmal genau angucken kannst. Dann packe ich die eben auf die andere Seite. Wenn du Verteidigung auf Level 50 hast, sagst du. Ja, okay, also noch 3 und dann sagst du auf HP. Okay. Alles klar. Ja, ich habe mir nur gedacht, ich wollte eigentlich full auf Verteidigung gehen, weil, wie man ja sieht, Katana hält jetzt nicht so viel aus. Haut zwar mehr da besseren Damage, aber nach 2, 3 Mobs oder so weit, die gleichzeitig angreifen, ist, ist das Ding im Arsch. Deswegen wollte ich da eigentlich auf Full Defensive gehen. So. Haben wir erledigt. Was haben wir hier? Ein Zauberobst. Zauberobst. Ach, bei dem müssen wir die Quest sogar machen, okay. Okay, bei Verteidigung kriegst du durch Rüstung. Ja, trotzdem. Trotzdem, habe ich mir so gedacht. So, Ziel ist, ja, jetzt müssen wir den Dungeon komplett einmal durchmachen. Jetzt kommen erstmal hier wieder die komischen Eier. Da müssen wir ja jetzt nicht alle unbedingt machen. Nur die schlüpfen. Ah, scheiße. Egal, ich hole einfach mal alles hier hin. Blapp, blapp, blapp. Müssten ja jetzt eigentlich rein theoretisch alle auf einem Fleck sein. Damit wir die alle mal aufspießen können. So, Hauptsache, du hast Damage. Ja, Damage, ne? Ich habe jetzt momentan 27k. 27, also fast 28.000. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das schon gut ist für das Level. So, da kommt das Insektchen. Der zweite Boss. So, dann können wir den einmal kurz so schlittern. So. Ja, also einzeln geht es auf jeden Fall viel, viel besser. So, Waffenkiste, Axt wieder und eine Mütze. Die gibt mir wohl. Zack, neue Mütze und wir sind auf 28.300. Ich glaube, ich weiß, was ich offscreen die Tage machen werde. Ich werde mir hier das Equipment farmen, um halt mehr Damage rauszuholen. Also jetzt bin ich auf 28.300. Was schon mal sehr schön ist. Hab fast 40k auf Level 47. Ja, okay, das ist dann 57, alles klar. Gut, weil viele, also was heißt viele? Ich hatte einen Kommentar bei mir unter dem Video, er meinte, ich würde ja voll den Low-Damage machen und dies, das und. Ja, aber es ist mir eigentlich Schnuppe. Ich meine, ich spiele es zum ersten Mal jetzt so richtig und man kann ja da nicht direkt das Beste raushauen, ne? So, wir sind jetzt so gut wie am Ende angekommen. Weil, wie ihr seht, hier Katana geht leicht schnell im Arsch. Ich kann jetzt erstmal ein paar Sachen zerlegen, die ich nicht mehr brauche. So, zack. Das Katana behalte ich jetzt erstmal. Das brauche ich nämlich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Die Sensen auch nicht. Aber bei den Katana, da warte ich jetzt erstmal noch. Ah, da brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Was haben wir hier? Stiefel, Verteidigungsstiefel, ne. Die brauche ich jetzt nicht so. Genau, ich mache einfach mein Ding. So muss das nämlich auch. Scheiß auf das, was die anderen sagen. So, zack. So, da ist auch schon jetzt der.